3, 2, 1. Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Hier, aua. Bei Night of the Dead, die Horde läuft. Nicht durch das Feuer rennen. Yep, habe ich auch gerade festgestellt. Kommt nicht gut. Ist ungesund. Vor allem, das Schlimme ist vor allem Ding. Der dreht sich in alle Richtungen. Oh shit, was hast du gebaut? Du tötest uns. Ich versuche ihn zu entloaden. Ja, nee, du musst den nicht entloaden. Wir müssen halt nur aufpassen, wo wir hinrennen. Und das Problem ist, du kannst nichts machen, während du vor Schmerzen reagierst. Eben, ich hab ihn jetzt mal leer gemacht. Er fackelt währenddessen auch das Fundament von dem anderen Ding ab. Meine Fresse, ich geh direkt los. So, ich reloade mal unsere Stampfer hier. Na, die könnte man ja eigentlich auch mal nutzen. Komm mit, Zombie. Okay, den hat's. Nice. Einer ist noch da. Ja, mir rennt noch so eine junge Dame hinterher. Dachtest du wohl. Also ich finde, also wir müssen auf jeden Fall dann unser Fundament alle immer aufwerten. Ja, ja. Ich weiß jetzt auch, warum es diesen Punkt gibt. Macht Flammen fest, wo ich vorher dachte, hä, die Zombies machen doch keinen Feuerschaden. Für was braucht man das? Weil man sieht hier drüben an dem Fundament, was passiert. Moment, wo? An welchem? Oh mein Gott! Kann man das reparieren? Ich kann es nachladen. Reloaden, ja, kann ich auch. Aber es scheint ja nicht kaputt zu gehen. Ich kann auch Repair drücken. Aber stell dich nicht dahin. Stell dich doch nicht dahin. Ich habe das Benzin rausgemacht. Alles gut. Der kann gerade nicht schießen. Nicht. Ach so, was wir beim nächsten Mal für die nächste Aufnahmesession uns merken müssen, da oben die Verbindung, ob wir die bauen können. Ja, Achtung, Zombie hinter dir. Ja, soll doch kommen hier. Warte, mir wird gestampft. Oh, sie kommen diesmal tatsächlich aus zwei Richtungen. Also von da oben kommen auch welche. Oh. Ich würde tatsächlich, wenn jetzt nachher, am Ende kommt ja immer so eine Riesenwelle, sag ich mal. Da würde ich dann den Flammenwerfer anmachen. Ich muss nachladen. Ja, renn halt durch die Fallen mit denen. Das ist ein Wolf! Das finde ich immer so geil, so, wir sind doch alle Zombies und ich bin ein Wolf, ich habe mich der Gruppe angeschlossen, wir gehören jetzt zusammen. Leute kommen. Ui, das ist ein dicker Kollege. Stamina. Kommst du mit, junge Frau? Nö, passt. Oh mein Gott, die hat's komplett zerfetzt. Also zumindest bei mir auf dem Screen auf einmal war der gesamte Körper einfach weg. Da ist noch eine. Ja, hier liegt auch noch der Unterleib. Der hat Spaß daran gehabt. Aua. Aua. Kommt doch mit, Jungs. Oh, da kommen noch welche bei mir. Lilly, ruhig sein. Lilly, ruhig sein. Ja. Au. Der tat jetzt weh. Achtung, es sind mehrere. Der kam weh. Ja. Jetzt sind hier einige. Nein, Lilly ist. Soll ich ihn anmachen? Ja, mach an. Und Flucht. Und schnell weg hier. Sonst erwischt es. Ah, es verfolgt mich. Ist halt die Frage, ob man vor so einem Flammen. Oh shit. Das Teil ist der Hammer. Und das ist das halt. Also, ich meine, es ist jetzt nicht billig, aber ich hätte es jetzt nicht als teuer bezahlt. Oh, es hat, ich glaube, nebenher auch noch irgendein anderes Vieh geröstet. Ui, scheiße. Das ist einfach so cool. Ah, verdammt. Schnell weg. Da kommt, guckt euch mal die Horde an. Da kommt eine Riesenhorde. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein bisschen Benzin nachmachen kann. Flammenwerfer, röste es.
Das Problem, das Nachladen macht mir ja auch so ein bisschen Angst, aus dem einfachen Grund, dass ich denke, scheiße, wenn ich zu langsam nachlade, dann werde ich direkt weggebrutzelt. Holy shit, das Ding geht ab. Das ist ja mal so gut. Hier oben, oh verdammt, ich brenne. Das Schöne ist, das ist auch so eine Waffe, die können sie nicht zerstören, weil sobald sie in die Nähe kommen... Helfen wir mal bei dem Typen, der mich verfolgt. Feuer. Ich meine, ich hab ja schon das Bedürfnis, sie näher zu bringen. Das Problem mit dem Näherbringen ist nur, das kann tödlich für einen enden. Ja, ich bräuchte mal ganz kurz einen Moment Zeit zum Essen. Ich habe den Flammenwerfer mal nachgeladen. Oh. Lili, jetzt ist gerade ganz schlecht. Nein, nicht das Ding kaputt machen, ihr Säcke. Ich glaube, das macht nicht mehr lange mit. Unser Flammenwerfer. Ich beschütze es mit Waffengewalt. So. Oh, das verdammt, ist Feuer. Das ist keiner mehr. Oh, verdammt. Ich habe doch ein gutes Fleisch dabei. Das gute Fleisch können wir uns jetzt mal reinstecken. Guck dir mal das an. Alter. Ich mag den Flammenwerfer. Das ist der Hammer. Weißt du, was ich glaube, was wir machen sollten? Mehrere von denen weiter weg von uns. Warum weiter weg? Das verstehe ich gar nicht. Aua. Ja, vor allem die auf dem Podest, weil der zielt ja tatsächlich. Ich war mir nicht so sicher, ob der nur in eine Richtung schießen kann oder ob der halt... Ja. Oh, Achtung, scheiße. Achtung, Krian, Achtung, er flambiert wieder irgendwas. Ich hab's gemerkt. Der fängt genau dann an, wenn ich hier am Looten bin. Ich glaube, der will nur die andere Falle grillen, so nach dem Motto, guck mal, ich bin doch viel besser. Was halt ein bisschen schade ist, also der hat jetzt... Er hat 110 Benzin gefressen. Mal rausnehmen. Ja, ich würd's mal rausnehmen. Er hat 110 Benzin gefressen und also aus einem Öl machen wir 10 Benzin. Also sag mal so, 3 Nächte können wir mit dem noch machen, so gefühlt. Das ist in Ordnung. Ja, müssen wir halt uns irgendwie dran machen. Aber das ist auf jeden Fall, also so schnell, glaube ich, haben wir noch nie die Horde besiegt. Vor allem so entspannt vergleichsweise. Wir krabbeln zwar noch ein paar den Berg hoch, aber ja. Komm, ich will einen sauberen Headshot machen. Bleib stehen. Repairen brauche ich nicht. Dich da kommt einer zu dir gerannt, pass auf. Ja, ich hab gerade eben nachgeladen. Der Vorteil, wir müssen gucken, ob es ein Perk oder sowas gibt bei der Forschung, dass man schneller nachlädt. Weil dann kannst du schneller nachladen, als die dich attackieren können. Ja gut, nachladen musst du ja tatsächlich nur alle 70 Mal oder so. Nee, die Stampfer. Die muss man auch nicht jedes Mal, oder? Doch, die musst du jedes Mal. Die haben immer nur eine einzige Ding. Oh, hier ist noch ein Crawler auf dem Boden. Interessanterweise, also wenn ich jetzt, ich habe ja jetzt dieses gute Fleisch gegessen. Jetzt habe ich dieses gute Fleischzeichen unten. Keine Ahnung, ja. Ob ich da automatisch noch Health Rack dazu habe oder Stamina das ist besser. Kondition ist das. Oh ja, die geht schnell voll. Ich denke aber, wir haben es erledigt, würde ich sagen. Würde ich tatsächlich auch vermuten. Gemütliche Horde, du bist mein neuer Lieblingsfreund hier. Ja, ich meine, unser Fundament hier drüben, ne, das fand das jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ja, aber das wurde sowieso nie benutzt. Nö, wird auch nicht. Also, weißt die laufen was? Da wir gehen auseinander. Ich habe es gerade repariert, ja. Ich habe einen guten Ast investiert. Ja, wir nehmen es jetzt auseinander. Aber ich meine, das hat keinen Nutzen. Auf ja, nö, nehmen wir auseinander. Oh. Das nehmen wir auch noch auseinander. Gut. Müssen halt jetzt mal gucken. Ich muss erst reparieren fürs Upgrade oder was? Gut, wir brauchen halt Zement, Ziegel, Steine und Nägel. Ich nehme mal an, für Zement brauchen wir auch Steine. Stein ist, glaube ich, das große Problem aktuell, kann das sein? Ja, und das, obwohl ich gefühlt letztes Mal nur Steine gefarmt habe.
Weißt du, ob man mit einem schnellen Klick von links nach rechts räumen kann? Rechtsklick. Ah, okay. Nice. Für Zement brauchen wir Kalkstein. Haben wir. Ja. Erstmal die Treppe hochhüpfen. Alter, schreit der da draußen wieder rum. Ah ja, wir haben 38 Kalkstein, da können wir ein bisschen was machen. Eisen. Mit. Kleiner Stein reicht mir leider nicht. Eisenbarren. Wo wird denn hier draußen rumgeschrien? So nicht. Wenn du Hilfe brauchst, was Bescheid. Jetzt rennst du weg. Kommen Sie mal wieder her, Jungfrau. Alter, der hat mir ins Gesicht getreten. Der hat mir einfach ins Gesicht getreten. Oh, ich kann mir, glaube ich, das letzte Ding gönnen. Nee, es braucht 200. Ich hab 100. Hallo, Zombie. Hörst du auf, an unserem Fundament rumzuschlagen? Eventuell rundherum Fallen aufbauen? Flammenwerfer. Ja. Sicherlich die beste Idee. Das Problem ist nur, ich befürchte tatsächlich, dass wenn wir einen Flammenwerfer hier auf die Seite bauen würden, dass der auch einmal quer durchs Haus schießen wird. Alter, was ist denn los mit dem? So. Weißt du, wenn wir hier einen hinbauen, glaube ich, der schießt uns auch quer durchs Haus. Wahrscheinlich, ja. Aber gut, wenn Feuerfest wirklich Feuerfest macht, wäre das ja kein Problem. Da sind nur wir gefährdet. Und das Problem ist, der verballert wahrscheinlich immer ordentlich viel allein für einen Zombie dann. Das ist ja tatsächlich dann interessanter, wenn man sagt, man hat eine ganze Horde, die da lang rennt. So, wo kann man denn Mist machen? Ich will noch mal unsere Bäume pflanzen. Mist. Tierdarm, kleines Fleisch und Blätter. So, was brauchen wir? Kleines Fleisch. Brauchen wir kein kleines Fleisch. Ich habe ein kleines Fleisch wahrscheinlich, weil ich gerade einen Hasen umgebracht habe. Ja, ich habe ein kleines Fleisch. Aber wahrscheinlich. Ach, du hast das roh. Perfekt. Ja. Liegt hier an der Falle noch irgendwas? Nee, die muss man neu bestücken. Ich tue das einfach alles mal, was ich hier an rohen Materialien, an Nahrung habe, in die Truhe rein. So, ja, ist in der Truhe drin. Ja, aber hier könnte ja noch eine Rest, oder hast du den schon geplant? Den habe ich gelootet. So. Daher habe ich das kleine Hasenfleisch. Hinten in der zweiten Falle könnte noch was sein. Ich gehe hin. Ja, ich bin schon auf dem Weg. So, bearbeiteten Stein brauchen wir auf jeden Fall, einen Kalkstein. Wie viele Außenwände haben wir denn hier von? 1, 2, 3, 4. Machen wir erstmal 10 für 10 Wände. Eins, zwei, drei, vier. Bin mir echt nicht ganz sicher, wo die zweite Falle war. Felsbrocken? Ja, da oben irgendwo, ne? Also. Sammel mal noch ein paar kleine Steine, damit ich das zweite Feld bauen kann mit dem Gemüse. So, was braucht man dafür? Ein Upgrade braucht man 4, oder? Oh, ich habe jetzt einfach mal geupgradet. Ne, ich habe repariert. 4. Das heißt, für 10 brauche ich 40. Wollen wir vielleicht ein paar von den Tierfallen um unser Haus eher rum oder auf eine Seite des Hauses bauen? Ja, so dass man halt schneller drankommt, klar. Richtig, damit wir nicht dauernd. Ist halt die Frage, ob wir Tierfallen noch großartig brauchen, wenn wir gut auskommen mit deinem Gemüse. Aber das. Ja, gut, aber das, sobald Fleisch drin ist, ist es noch besser. Also die Steakplatte gibt dir 100 HP und 100 Kondition. Ja, gut, was will man mehr, ne? Also quasi Lebensretter, wenn du wirklich schon quasi auf das Licht zugehst. Ja. Wenn man so will. Ja. Den Kalkstein können wir zurück, die Felsbrocken können wir zurück. Und ich finde, das Gemüse ist so für zwischendurch, für Kleinigkeiten ist das Gemüse sicherlich gut. Ja, aber es bringt nicht so viel.
So, wir brauchen 20 davon. Wir haben schon mehr als 20. Okay, gut. Das heißt, jetzt fehlen noch 20 Nägel. Und unser gutes Eisenpulver. Ich meine, es steht Stück dran, aber ich finde, das sieht aus wie Pulver. Ja, irgendwie schon. Ich meine, im Prinzip sind es ja trotzdem noch Stücke, weil es ja Späne sind. Ja. Bam. Ich glaube, ich finde halt wirklich einfach deine Falle nicht mehr. Vielleicht ist sie auch unsichtbar für mich. Meine Falle war auch unsichtbar. Ich habe dann nur das Prompt bekommen zum Reloaden. Gucken wir uns mal an, wie das von außen aussieht. Alter, sieht halt schon ein bisschen brutal aus, aber gut. Ich bin gespannt. Wo hast du denn angefangen? Hier drüben an der Ecke. Eventuell unten die Fundamente vor allen Dingen upgraden, oder? Ja, die auch. Schön. Aber da sieht man erstmal, was hier abgeht. Als nächstes ist tatsächlich, nimmt keinen Explosionsschaden. Ist, glaube ich, aktuell, aber für uns uninteressant. Mal gucken, was ich als nächstes als Waffe bauen kann. Ja, kostet auch, also 4 Eisenplatten plus Stahlstangen, also ich glaube, das ist dann tatsächlich etwas. Mist und Blätter. Oh, Boden kostet tatsächlich anderen Stoff. Da brauchen wir ein paar mehr Ziegel. Hast du hier mit Absicht so ein Fell hingelegt? Oder? Das hab ich nicht da hingelegt. Also ich weiß von nix. Ja, dann upgraden wir mal die hier hinten gerade noch. Kommen wir dran. Wir müssen es erstmal reparieren, das ist okay. Was mich ja dezent stört, dass ich nicht Dinge craften kann, wenn ich einen Stack habe, der noch nicht voll ist, aber dafür keinen extra Platz mehr im Inventar. So, ich wollte einmal Mist machen. Mach du mal Mist. Meine, du Blätter machst meistens Mist. Aber hast du Blätter? Nee, ich habe keine Blätter. Glaube ich. Warte, ich mach mal kurz noch mal Recherche. 39 kann ich dir geben. Ja, ich brauche nur 20. Ja, kriegst du 39. Guck mal, was für einen schönen Fliesenboden wir jetzt haben. Schön. Das ist aber echt gut. Ja. Also finde ich auch tatsächlich sehr, sehr geil, dass das Upgraden von dem Boden hier in dem Fall so eine krasse Veränderung auch optisch ist. Also weil das ist ja oft nicht der Fall. Was war eigentlich nochmal das andere, was ich gesagt habe draußen, was man zum Säen von wenigsten Samen braucht? Mist und Samen, glaube ich. Warte, ich kann aber gerade mal. Mir fehlt halt echt noch ein Blatt. Also, wir müssen Blätter looten gehen. Sollte aber kein Problem sein, weil deine Büsche hier dürften fertig sein. Nice. Oder? Optimal. Nee, geht noch nicht. Ja, Samen und Mist brauchst du. Ja, also ich kann hier einmal. Alter, guck mal, wie geil die Fundamente von außen aussehen. Das ist ja cool. Und vor allem, das sorgt auch gleich dafür, dass die scheiß Zombies da mehr reinrennen können. Optimal. Ich pflanze dann lieber erst den Baum nach, bevor ich oben mein nächstes Gemüsefeld mache. Ja, voll geil. Können wir einen Zaun machen? So ein Holzmauern gibt es, glaube ich. Weiß nicht, ob es einen Zaun direkt gibt, aber wahrscheinlich. Ja, doch, gibt Fences. Schutzmauer und Zaun. Dann würde ich vielleicht hier um das Gemüsefeld auch noch so ein Ding machen, dass sie da nicht gegenschlagen direkt. Ja. Ist halt die Frage, ob wir das Gemüsefeld dann da lassen oder ob wir es woanders hinbauen wollen. Ach, du bastelst gerade was, oder? Ja. Ne, ich habe gerade ein Tier auseinandergenommen. Das klang gerade sehr eklig. Und ich dachte schon, es wäre ein Zombie. So, ich wandle jetzt mal alles in Zement um von unserem Kalkstein. Weil, also das Upgrade sollten wir uns nicht entgehen lassen. Ja, wir könnten halt dann wirklich auf der einen Seite einen Schutzwald drumherum machen, da neben dem Baum und den Pflanzen auch noch Gemüsefeld ansetzen.
Ja, dass man da einen Garten hat sozusagen. Richtig, da halt außenrum einen schönen Zaun machen, den upgraden, damit wir eben nicht darauf achten müssen die ganze Zeit, dass da nichts zusammenstürzt und so. Ja. Oder abfackelt, weil irgendwann mit einem Flammenwerfer rumgespielt hat. Oh, jetzt habe ich keine Äste mehr. So, ich werde jetzt oben noch ganz schnell... Brauchst du noch welche? Ja, aktuell nicht mehr. Aber ich würde auch sagen, die Folge ist jetzt vorbei. Ja, ich will eigentlich noch schnell oben das Feld bauen. Okay. Aber grundsätzlich ist die Folge vorbei, ja. Im nächsten Male wird es ein bisschen geupgradet hier. Ich meine, wir haben jetzt diesen tollen Flammenwerfer. Also wir werden noch ein bisschen Stein besorgen müssen auch, weil... und Äste. Ich habe nicht genug Blätter. Wir können beenden. Das muss ich in der nächsten Episode machen. Okay. Dann würde ich mal sagen, bleibt gesund, haut rein und bye-bye. Auf Wiedersehen. Thank you.